Hallo und willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Finanzierungsstreit auf dem Rücken von Pflegekräften ist eins unserer Themen. Außerdem, warum wird dieses Video mit Clown Peter Schapp millionenfach in Asien geklickt? Wir versuchen es herauszufinden. Wir schauen zuerst nach Rüsselsheim zu Opel. Mittlerweile neben Peugeot, Citroën, Fiat und Chrysler Teil des Stellantis-Konzerns. Nach Jahren der Krise und des Umbruchs mit massivem Stellenabbau erwirtschaftet Opel wieder Gewinne. Und für das Stammwerk in Rüsselsheim schaut man mit großem Optimismus in die Zukunft. Heute waren Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir dort zum Produktionsstart des neuen Astra. Beide zeigten sich erfreut und sagten, es sei wichtig, dass in Rüsselsheim sowohl produziert als auch entwickelt wird. Wir sprechen gleich mit Opel-Chef Uwe Hochgeschurz über die aktuelle Situation und die Herausforderungen der Zukunft. Vorher werfen wir einen Blick ins Werk, in dem hat sich in den letzten 2 Jahren viel getan. Ruben Stallmann ist bei Opel Gruppenleiter in der Montage. Wegen Corona treffen wir ihn vor dem Werksgelände. Er hat hier auch noch Jahre der Krise erlebt und freut sich über die Produktion des Astra in Rüsselsheim, einer von Opels Bestsellern. Ich denke, dass der Astra ein signifikant wichtiges Fahrzeug für unsere Produktion oder für unseren Standort hier in Rüsselsheim ist. Vor allem, weil in der Vergangenheit hat man gesehen, dass der Astra ein sehr volumenstarkes Fahrzeug ist. Und wenn man sich den neuen Astra mal anschaut, denke ich, kann der durch sein tolles Design und seine Innovation die Kunden begeistern und unseren Standort sichern. Für die Produktion des Astra in Rüsselsheim hat Stellantis einen 3-stelligen Millionenbetrag in das Werk investiert. Für gemeinsame Plattformen der unterschiedlichen Marken Opel, Peugeot und Citroën. Dadurch wird die Produktion effizienter, günstiger und umweltfreundlicher. Die größten Schritte, die wir gemacht haben, sind im Rohbau, im Karosseriebau, wo wir mehrere Anbauteile jetzt automatisch machen. Also die Schritte haben wir weiter automatisiert. Und in der Lackiererei ist der komplette Lackierprozess jetzt auch automatisch. Sowohl die Außenseite als die Innenseite vom Fahrzeug wird jetzt komplett vom Robotern übernommen. Und dadurch garantieren wir natürlich niedrige Fertigungskosten, aber gleichzeitig auch höhere Qualität, weil die Roboter mit extrem hoher Genauigkeit die Prozesse wiederholen können. Auch die sogenannte Hochzeit, das Zusammenfügen von Karosserie und Chassis, komplett automatisiert. Die Zahl der Roboter wurde um 50% gesteigert, auf fast 1200. In der Produktion arbeiten nur noch gut 2000 Menschen. Insgesamt sind bei Opel in Rüsselsheim jetzt 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Mehrzahl also hochqualifizierte Jobs. Wir sehen in den Arbeitsplätzen oder in der Qualifikation, die notwendig ist, eine große Verschiebung. Einerseits wegen den Prozessen, die stetig weiter automatisiert werden, brauchen wir natürlich qualifiziertes Personal, um diese Anlagen zu programmieren, zu warten, weiter zu optimieren. Andererseits sehen wir das natürlich auch im Produkt selber. Wir haben jetzt zum ersten Mal ein Hybridfahrzeug mit Batterie, mit der ganzen Leistungselektronik, die dazu kommt. Und wir haben in den Fahrzeugen bei jeder neuen Generation mehr und bessere Fahrerassistenzsysteme. Die müssen aber im Werk implementiert werden, die müssen auch kalibriert werden. Und auch dafür brauchen wir immer mehr qualifiziertes, hochqualifiziertes Personal. Unterm Blech teilt sich der neue Astra viele Teile mit Peugeot und Citroën. Bleibt die Frage, wie viel Opel steckt eigentlich im neuen Stellantis-Auto? Dazu die verantwortliche Chefingenieurin. Vom ersten Pinselstrich an, von dem ersten Strich auf dem Papier, ist das hier entstanden im Design Center. Der weitere Entwicklungsschritt war im technischen Entwicklungszentrum. Auch dort haben wir alle Simulationen gemacht. Wir haben natürlich dort das eigentliche Auto validiert, die ganzen Tests durchgeführt. Und dann, das natürlich auch noch am selben Standort in Rüsselsheim bauen zu dürfen, das ist natürlich einfach nur die Fortsetzung einer einzigen Intention, nämlich wirklich Made in Germany, eigentlich sogar Made in Rüsselsheim zu verifizieren. Die Rüsselsheimer hoffen, dass nach den Jahren der Krise und des Umbaus mit dem neuen Astra das Opel-Stammwerk wieder eine goldene Zukunft hat. Und wir sprechen mit dem Opel-Chef Uwe Hochgeschurz. Er hat lange für Renault gearbeitet, auch schon für VW. Und seit Herbst ist er jetzt der Opel-Chef. Herr Hochgeschurz, hat die deutsche und die europäische Autoindustrie denn überhaupt eine goldene Zukunft angesichts der Transformation zur Elektromobilität und der starken Konkurrenz in USA und Asien? Oder muss man sagen, das wird alles sehr schwierig bleiben?
Nein, die deutsche Industrie hat auf jeden Fall, also die Automobilindustrie, eine goldene Zukunft vor sich, vielleicht sogar eine goldene Dekade. Wir bei Opel zum Beispiel fangen jetzt schon an mit dem neuen Astra, die erste Plug-in-Hybrid-Version anzubieten mit dem neuen Astra. Nächstes Jahr den vollelektrischen Astra. Und dann ab 2024 auf allen unseren Modellen gibt es mindestens eine elektrifizierte Variante. Und in 2028 werden wir sogar vollelektrisch. Das heißt, für die europäischen Märkte gibt es dann gar keine Verbrenner mehr im Neuwagenangebot. Und wenn wir das richtig nutzen, dann werden wir etwas schneller sein als unsere Wettbewerber. Und ich glaube, zumindest für uns bei Opel, da gibt es durchaus eine goldene Dekade, die vor uns liegt. Schauen wir auf die Arbeitsplätze. Da gab es ja Befürchtungen, dass Carlos Tavares, der PSA-Chef, jetziges Stellantis-Chef, sich die Marke Opel kauft und die Jobs dann sukzessive nach Frankreich gehen oder jetzt vielleicht nach dem Zusammenschluss auch nach Italien. Jetzt ist viel Geld investiert worden. Ist das ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich dauerhaftes Interesse gibt, hier zu konstruieren und auch Autos zu bauen? Also ich denke mal, was ist ein größeres Bekenntnis als der neue Astra hier in Rüsselsheim? Der neue Astra wird hier in Rüsselsheim gebaut. Wir werden in den nächsten Wochen sogar eine zweite Schicht hinzunehmen. Und was man auch nicht vergessen darf, der Astra ist ein echtes Rüsselsheimer Kind. Denn er wurde hier auch designt und entwickelt, hier im internationalen Entwicklungszentrum. Und deswegen kann man ganz klipp und klar sagen, der Astra, übrigens der Insignia, wird ja auch hier gebaut in Rüsselsheim, mit dem Insignia zusammen. Und der Astra, das sind zwei ganz, ganz klare Bekenntnisse zum Standort. Das wird langfristig natürlich die Beschäftigung stabilisieren und sichern. Das ist ganz wichtig. Aber wissen Sie, am Ende zählt dann auch immer Wettbewerb. Wettbewerbsfähigkeit und Technologie. Wettbewerbsfähigkeit heißt natürlich auch, dass wir in Deutschland in einem Hochpreisland sind, Hochpreis für Energie. Nirgendwo ist Strom so teuer wie in Deutschland und auch die Löhne sind sehr hoch. Trotzdem, wir müssen die Effizienz steigern, dann werden wir unsere Chancen wahren. Aber ich denke mal, für die nächsten Jahre ist hier die Beschäftigung auf jeden Fall gesichert in Rüsselsheim. Sie befinden sich ja auch in einem konzerninternen Wettbewerb. Es ist ein internationaler Konzern, französisch, italienisch, amerikanisch. Was bedeutet diese interne Konkurrenz für Sie als Manager und Ihre Mitarbeiter? Also der Automobilmarkt als solches in Europa ist extrem wettbewerbsintensiv. Es gibt viele Marken und alle konkurrieren miteinander. Wir konkurrieren innerhalb des Stellantis-Konzerns nicht unbedingt miteinander. Das ist eher ein Miteinander. Wir profitieren davon, dass wir relativ hohe Volumen erzielen, dass wir Kostenvorteile dadurch erreichen. Und was ganz, ganz wichtig ist für alle Marken im Stellantis-Konzern, wir haben Zugang zu den neuesten Technologien. Gerade bei der Elektrifizierung werden wir einen sehr, sehr großen Vorteil haben vor den anderen Marken. Also für Opel ist das ein Riesenvorteil, in diesem Stellantis-Verbund zu sein. Und man sieht das auch jetzt wieder an dem neuen Astra. Viele neue Technologien sind in dem Fahrzeug, ob das im Bereich Sicherheit ist, ob das im Bereich Infotainment ist, ob das im Bereich Elektrifizierung ist. Also all diese Vorteile nutzen wir und deswegen ist Stellantis ein riesengroßer Vorteil für Opel und natürlich für den Opel-Kunden. Herr Hochgeschutz, zum Schluss noch eine ganz kurze, heikle Frage. Sie sind Kölner, schafft der FC in dieser Saison in die internationalen Ränge? Selbstverständlich, da sollte es keinen Zweifel dran geben. Der Rheinländer ist optimistisch, das haben wir während des Interviews gehört. Vielen Dank, Uwe Hochgeschutz. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. So, jetzt bitte gut aufpassen. Es wird ein bisschen kompliziert. Die Pflege in Krankenhäusern sollte verbessert werden. Es sollte verhindert werden, dass Krankenhäuser daran sparen. Dazu wurden neben den Fallpauschalen für bestimmte Behandlungen extra Pflegebudgets eingeführt. Aber bei der Abrechnung mit den Krankenkassen, da klemmt's offenbar gewaltig. Sich Zeit nehmen für Patienten, nicht nur Dienst nach Vorschrift. Seit mehr als 20 Jahren ist Martina Volland Intensivpflegerin. Den Beruf hat sie damals aus voller Überzeugung ergriffen. Das waren sehr persönliche Gründe, weil ich erlebt habe, wie schlecht mein Vater damals im Krankenhaus versorgt wurde. Meine Mutter ist schon Krankenschwester und dann habe ich gedacht, das kann ich besser, glaube ich. Martina Volland ist den Krankenkassen am Tag 163 Euro wert. Diesen Satz kann die Kreisklinik Groß-Gerau für sie abrechnen. Sie zahlt der Pflegerin aber 205 Euro. Wie die Differenz ausgleichen? Ich habe das Geld nicht im Portemonnaie. Ich habe den Anspruch, ich habe aber nicht das Geld. Den Lohn muss ich trotzdem zahlen. Und jetzt ist die Frage, wie viel habe ich auf der hohen Kante
Und wie lange halte ich es durch? Seit 2020 sollen die Krankenhäuser mit den Krankenkassen ein Pflegebudget verhandeln. Es geht um Geld für die Pflege, die aus den üblichen Fallpauschalen rausgerechnet wird. So sollen die Krankenhäuser nicht an der Pflege sparen. Doch das sei nicht aufgegangen. Das Gesetz wendet sich jetzt gegen die Krankenhäuser, die mehr Pflegekräfte beschäftigt haben, als sie ursprünglich gegenfinanziert wurden. Also die, die sich darum kümmern, dass die Belastung der Pflege am Bett nicht zu groß wird, die werden damit bestraft. Die Verhandlungen zwischen Kliniken und Kassen ziehen sich in die Länge. Die Kreisklinik Groß-Gerau sitzt für 2020 noch auf Kosten von mehr als 1 Million Euro. Das Klinikum Darmstadt, ein deutlich größeres Haus, wartet auf mehr als 8 Millionen Euro. Das bedrohe die medizinische Versorgung. Hier spitzt sich schon in der Krankenhauslandschaft eine dramatische Lage zu, die durchaus das ein oder andere Krankenhaus in die Zahlungsunfähigkeit treiben kann, unter anderem wegen dem Tatbestand, dass die Abschläge zu niedrig sind im Verhältnis zu den Ist-Kosten. Die Krankenkassen verteidigen sich. Die vorgelegten Budgets der Krankenhäuser müssten ganz genau geprüft werden. Es gehe nicht darum, die Einrichtungen zu schikanieren oder ihnen zu misstrauen. Das dauere alles eben seine Zeit. Wir sind jetzt im zweiten Jahr, wo es diese Änderung gibt, und wir sind dabei, Stück für Stück Klarheit reinzubekommen. Und ich habe die große Hoffnung, sowohl auf Bundesebene mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft als auch vor Ort werden Unklarheiten zunehmend geklärt. Intensivpflegerin Martina Volland hat für das Geschachere ums Geld nur ein Kopfschütteln übrig, wie sie sagt. Sie wünscht sich, dass ihr Beruf mehr wertgeschätzt wird und die Politik dafür endlich ordentliche Leitlinien setzt. Die haben einfach irgendwie den Knall noch nicht gehört, ja. Das ist das, was mir dazu einfällt irgendwie. Also wir reden, das ist ja so typisch hier für Deutschland, wir reden und reden und reden und kommen einfach nicht ins Handeln. Die Krankenhäuser brauchen eine schnelle Lösung, denn auch für 2021 warten sie noch auf ihr Geld. Im Bistum Fulda hat die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch begonnen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Claudia Schick. Eine unabhängige Kommission hat jetzt damit begonnen, Akten zu sichten. Im Rahmen der Aufarbeitung sollen zu den Betroffenen angehört und das Verhalten und Reagieren von Verwaltung und kirchlichen Organisationen bewertet werden, teilte das Bistum mit. Auch im Bistum Fulda habe es in der Vergangenheit Fälle sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch gegeben. Diese sollen jetzt systematisch und konsequent aufgearbeitet werden. Ein Brand auf einer Schultoilette hat in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis am Vormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Eichendorf-Schule musste vorübergehend geräumt werden. Die Polizei ermittelt, ob das Feuer mit einem Internettrend zusammenhängt, bei der Kinder auf Schultoiletten Feuer machen. Durch den Brand ist niemand verletzt worden, die Schule wurde aber vorübergehend evakuiert. Die Toiletten seien komplett abgebrannt, angrenzende Räume seien verraucht worden, so die Feuerwehr. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht abzuschätzen. Die deutsche Börse ist auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen wie erwartet den Gewinn steigern. Mehr als 1,2 Milliarden Euro standen auf der Habenseite. Deutsche Börse-Chef Weimar sieht die Börse auch weiterhin auf Kurs. Er rechnet mit 10% Wachstum pro Jahr. Und das war es soweit von den Nachrichten. Gleich nochmal mehr, Andreas. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, manche Gebäude werden heute Abend grün angestrahlt. Zum Beispiel die Paulskirche in Frankfurt, die Edertalsperre in Nordhessen, da haben wir sie, und die Evangelische Akademie in Frankfurt. Der Grund dafür heute ist Tag der Kinderhospizarbeit. Mit der Aktion wollen die Macher aufmerksam machen auf ihre Arbeit und wie wichtig es ist, dass es ehrenamtliche Helfer gibt. Hospizarbeit mit todkranken Kindern, das muss nicht todtraurig sein. Da gibt es auch Fröhlichkeit und schöne Momente. Das wollen wir Ihnen zeigen. Kuschelzeit bei Familie Hartmann aus Dreieich. Valeria ist 11 Jahre alt und für Mama Susanna ein Wunder. Ich bin glücklich, weil ich eine zweite Chance mit meiner Tochter bekommen habe. Meine Tochter sollte schon eine Woche nach der Geburt sterben. Und sie hat noch die ersten 2 Jahre um ihr Leben gekämpft und wir haben jetzt 11 Jahre rausgeholt. Valeria hat das Kurzdarmsyndrom. Sie muss künstlich ernährt werden. Ihre Nahrung fließt über einen Katheter direkt ins Herz. Das Problem? Der Katheter kann am Herzen nur an 6 verschiedenen Venen angebracht werden. 5 dieser Venen funktionieren schon nicht mehr. Valeria wird immer schwächer. Sie kann kaum noch laufen und ist fast blind. Susanna Hartmann kümmert sich rund um die Uhr um sie.
Sie ist alleinerziehend. Und ich bin in der Lage, auch das ganze Programm durchzuziehen, so wie es sein soll. Aber für mich gibt es da einfach, ist nichts mehr übrig. Und ich empfinde mich nicht, ich fühle mich nicht, ich habe das Gefühl, ich zerfließe. Deshalb bekommen die zwei Unterstützung von Ines Reuter. Sie hilft ihnen einmal pro Woche, ehrenamtlich. Susanna hat jetzt 2 Stunden Pause. Valeria 2 Stunden Spaßprogramm. Sie macht eine unglaubliche Freude. Die Freizeit mit ihr macht unglaublich viel Freude. Mit ihr rausgehen. Ja, genau. Nachher hören wir hui. Und dass man weiß, dass man ihrer Mutter einfach mal vielleicht eine kurze Zeit in Anführungszeichen Ruhe schenkt. Hauptberuflich arbeitet Ines Reuter als Speditionskauffrau am Frankfurter Flughafen. Vor 1,5 Jahren hat der ambulante Kinderhospizverein sie und Valeria zusammengebracht. Wenn ich reinkomme und sie freut sich und sie sagt meinen Namen und strahlt und jetzt darfst du mit Ines machen, was du willst, das ist auch Thema. Das ist auch, genau so ist es. Sie darf mit mir machen, was sie will. Also verhauen darf sie mich nicht, aber ansonsten, ich mache alles mit, kein Problem. Ines ist im Moment so mein Fels in der Brandung und das gibt mir dieses Gefühl, okay, ich kann mich tatsächlich wenigstens ganz kurz fallen lassen. Ich kann mich kurz in meinem Wohnzimmer auf mein Sofa setzen und entweder schlafe ich oder ich starre die Löcher in die Luft oder ich lese irgendetwas oder ich telefoniere. Das ist tatsächlich so dieser ganz kurze Moment, diese 2 Stunden einfach mal durchzuatmen. Ganz wichtig auch, bei Ines kann Susanna ihr Herz ausschütten. Es ist jemand zum Reden und Zuhören da. Oder auch wenn wir nur rumalbern und irgendwelchen Quatsch erzählen, es ist einfach, es tut einfach der Seele gut. Alleinstehende Mutter mit einem kranken Kind, wenn da Entscheidungen getroffen werden müssen, ist im Grunde genommen niemand da. Sie hat Freunde, sie hat Familie, sie wird immer jemand haben, mit dem sie darüber sprechen kann. Aber die endgültige Entscheidung, was mit diesem Kind passiert, welcher Schalter wann umgelegt wird und welcher Knopf gedrückt wird oder wie auch immer, was mit ihr medizinisch und gesundheitlich passiert. Und das liegt zu 100% bei ihr. Und das ist was, also das könnte ich nicht. Auch Valerias Tod ist für die zwei Frauen kein Tabuthema. Ines möchte auch dann für die Familie da sein. Wenn Valeria stirbt, dann Valeria wird eigentlich verhungern und verdursten. Und da werde ich dabei zugucken. Das ist die schlimmste Vorstellung überhaupt, wenn ich das mitmachen muss. Ich hoffe nur, dass es schnell geht. Und ich hoffe einfach, dass sie an etwas anderes stirbt. Dass ich dabei nicht zugucken muss. Weil da knall ich durch oben. Das werde ich nicht aushalten. Ich kann hier sein und kann ihr zuhören, aber ich kann nichts machen. Also objektiv nichts. Natürlich, ich bin hier und wahrscheinlich wird ihr das helfen. Aber man fühlt sich komplett hilflos. In meinen Augen kann ich nicht viel machen. In ihren Augen ist es vielleicht anders. Jede Sekunde mit Valeria ist wertvoll. Susanna möchte die Zeit mit ihr bewusst genießen, die Tage so schön wie möglich gestalten. Dabei hilft ihr Ines und dafür ist Susanna unendlich dankbar. Für mich ist es etwas Unbezahlbares. Das ist etwas, wofür es Medaillen geben sollte, dass Leute tatsächlich dazu bereit sind, sowas zu machen. Medaillen hätten sie wahrscheinlich alle 3 verdient. Medaillen, wie sie bei den Olympischen Spielen verliehen werden oder bei der sogenannten Physik-Olympiade. Da hat gerade eine erste Vorrunde stattgefunden. Einer der 10 besten Physikschüler Hessens ist Lasse Blum. Einer seiner Untersuchungsgegenstände ist ziemlich verblüffend. Der hat auf den ersten Blick so viel mit Physik zu tun wie die Olympischen Spiele, sagen wir mal, in China mit Nachhaltigkeit. Das ist ein Wackelpudding. Der ist nicht nur kulinarisch hochinteressant, sondern auch physikalisch. Lasse Blum von der Internatsschule Schloss Hansenberg nutzt den Wackelpudding als Linse, schickt Licht durch und misst die optische Dichte, den Brechungsindex. Je nachdem, wie ich diesen Schirm hier jetzt verschiebe, sehe ich das Bild eben scharf oder ich sehe es nicht scharf. Und wenn ich die Länge hier messe und die Länge hier messe, kann ich daraus bestimmen, was für eine Brennweite diese Linse hat und damit letztlich, was für ein Brechungsindex dieser Wackelpudding hat.
Diese Aufgabe bekam Lasse bei der ersten Runde der Quali in der Physik-Olympiade gestellt. Lasse ist einer der 10 besten Hessen in dieser Disziplin und hat's wie die 9 anderen auch in den Wettbewerb geschafft. Die Siegerehrung war für alle leider nur online. Lasses Begeisterung für die Physik trübt das allerdings nicht. Am meisten fasziniert mich, wie gut wir irgendwie die Welt um uns herum mit im Endeffekt doch relativ einfachen Modellen beschreiben können. Also gerade in Physik reichen mir irgendwie ein paar Formeln, ein paar Gleichungen und ich kann sehr genau irgendwelche Vorgänge um uns herum beschreiben. Und eben gerade in der Physik auch noch in einem logischen System mit Mathematik. Gastgeber in diesem Jahr ist das Unternehmen Hexagon mit Sitz im mittelhessischen Wetzlar. Hexagon baut hochkomplexe Geräte für Messtechnik. Mit Veranstaltungen wie die Physik-Olympiade umwerben die Unternehmen den Nachwuchs. Wenn man sich die Maschine anschaut, die Mechanik und Antriebsstränge der Maschine oder auch die optischen Sensoren, alles beruht auf den Grundlagen der Physik. Und deswegen ist es für uns besonders wichtig, dass wir junge Leute im Unternehmen für solche Themengebiete begeistern. Ganz im Sinne des Arbeitgeberverbandes Hessen-Metall. Die Physiktalente der Wettbewerbe sind Sahnehäubchen und Ansporn. Mit der Nachwuchswerbung will Hessen-Metall allerdings auch in die Breite vordringen. Auf der anderen Seite benötigt die Industrie, um sich weiterzuentwickeln und letztendlich auch das Land weiterzuentwickeln, braucht sie weiterhin Fachkräfte, gut ausgebildete, technisch ausgebildete Facharbeiter. Hinter der Physik-Olympiade steht auch das Kultusministerium als Wettbewerbsleitung. Die Arbeit mit den Jugendlichen, die begeistert einen halt auch selber, wenn man sieht, wie das Feuer in den Augen da noch lodert, die Ideen, die Jugendliche haben. Die sollen ruhig Spaß haben an den Sachen, die sie machen, und dann, die dürfen eigentlich gar nicht merken, dass sie was dabei lernen. Dann ist es immer am besten. Lasse ist 17 und in der 11. Klasse. Nächstes Jahr macht er Abitur. Und dann? Ich weiß es noch nicht genau. Also ich meine, der Vorteil an Physik ist ja erstmal, dass man relativ viel machen kann, gerade weil irgendwie auch so die Mathematik, die man braucht, oder das analytische Denken, denke ich, sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Aktuell hätte ich schon Lust, wirklich was mit Physik selbst zu machen, aber wie das konkret aussieht, weiß ich noch nicht. Faszination Physik. Talenten wie Lasse und den anderen 9 besten Hessen in diesem Fach steht später vermutlich vieles offen. Ein Brand hat in der vergangenen Nacht in Bad Homburg großen Schaden angerichtet. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Ja, 3 Menschen sind bei dem Brand verletzt worden. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. 3 Bewohner kamen wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. 14 Menschen und mehrere Haustiere brachte die Feuerwehr dann in Sicherheit. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das Dach übergriffen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Die Kasseler Löwenburg im Bergpark Wilhelmshöhe soll in diesem Sommer endlich wieder eine echte Besucherattraktion werden. Was der über 200 Jahre alten Ritterburg nämlich dafür noch fehlt, sind neue Zugbrücken. Und die wurden heute montiert. Die Klappbrücken für Nord- und Südtor wurden aus tonnenschweren Eichenbalken konstruiert und heute Mittag mit Kran und Seil hochgehievt. Die alten waren morsch und mussten ersetzt werden. Dabei wurden Teile der alten Konstruktion wiederverwendet. Seit mehr als 10 Jahren wird die Löwenburg saniert. Die Klappbrücken sind dabei das sogenannte i-Tüpfelchen. Die Eröffnung ist für den 15. Juli geplant. Und wenn Sie gen Himmel schauen, haben Sie in den nächsten Wochen die Chance, ein ganz großartiges Naturschauspiel bei uns zu sehen. Der Naturschutzbund Hessen erwartet, dass an die 250.000 Kraniche über uns hinwegziehen werden. Hessen liege auf einer Hauptflugroute der Zugvögel, auf dem Weg aus den Winterquartieren in Nordfrankreich und Spanien zurück in die Brutgebiete in Ostdeutschland und Nordeuropa. Und das war's von den Nachrichten, Andreas. Zum Schluss haben wir noch was aus der Abteilung, das gibt's auch gar nicht. Natürlich freuen wir uns, dass ein Clip aus der hr-Fastnacht-Sendung Rosa Wölkchen gerade so richtig viral geht. Aber ehrlich gesagt, so ganz konnten wir uns das nicht erklären, wieso Millionen Menschen gerade in Südostasien Pantomime-Clown Peter Schapp sehen wollen. Auch wenn der natürlich ein Meister seines Fachs ist. Aber wir haben da einen Verdacht. So schnell kann man selbst mit diesen Fingern gar nicht klicken. 88 Millionen Mal wurde sein Auftritt bei Facebook angeschaut. Peter Schapp kann es nicht glauben.
Das war unglaublich schön für mich. It was incredible. Es ist unglaublich. Ich war wirklich aus dem Häuschen, als hätte ich im Lotto gewonnen. I had won the lottery. Ein Asia-Jackpot mit 88 Millionen Klicks. Auch die Redaktion, die die Rosa-Wölkchen-Fasernachts-Show 2021 mit dem Comedy-Auftritt ausgerichtet hat, ist völlig von den Socken. Das ist ungefähr ganz Deutschland hat sich diesen Clip angeguckt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erreicht. Beziehungsweise ich habe es ja nicht erreicht, aber mit einem Produkt, für das ich verantwortlich war. Mega, echt mega. Und auch bei der HR-Medienforschung mussten sie gleich zweimal hingucken. Also erstmal konnte ich es mir einfach nicht erklären, aber die ersten Prüfungen ergaben relativ schnell, dass das eine sehr, sehr korrekte Zahl ist. Peter Schapp ist ein Hochkaräter, ja. Trotzdem ist dieser Erfolg mehr als kurios. Vor allem in Südostasien gehen die Zahlen durch die Decke. Allein 19 Millionen Klicks in Indonesien. Möglicherweise liegt es auch an der auffallenden Ähnlichkeit mit dem pakistanischen Premierminister Imran Khan. Am rauschenden Saal bei der Show kann es jedenfalls nicht liegen. There was a few people from the studio. Da waren nur ein paar Leute im Studio und mit diesen paar haben wir eine grandiose Atmosphäre geschaffen. Also es war sehr seltsam für mich, aber vielleicht war genau das, was die Leute so neugierig gemacht hat. Ein Lächeln, ein Lachen, das macht Menschen neugierig in der ganzen Welt. Klicks für die Lacher oder die ganz eigenen Wege der Social-Media-Plattformen. Algorithmus heißt das dann. Es ist ein sogenanntes Empfehlungssystem. Das heißt, Facebook merkt sich quasi die Spuren, die die Menschen auf der Plattform hinterlassen, wo sie hingetippelt sind, wo sie stehen geblieben sind und verarbeitet das und berechnet daraus, was wahrscheinlich in Zukunft genutzt werden könnte und schlägt entsprechende Videos vor. Und das war hier sehr, sehr stark der Fall. Ein großer Teil der Reichweite geht auf diese Vorschläge zurück. Rätselhafter Algorithmus liebt Clownkunst. Likes aus der Welt für Hessen. Darauf ein donnerndes Hello. Wie war das? Jetzt gleich das Wetter und nach der Tagesschau geht es dann bei den Kollegen von Alles Wissen um spannende Fragen zum Thema Ernährung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.